Obito wieder hier und ja, wir haben ein Team mit Eisschwäche, aber es klappt komischerweise. Drifttippli, Torgetic und Rigaron, weil so viele Eis-Pokémon kommen gar nicht. Und ich bin mit diesem Team wieder hochgerangt. Gerade Rigaron ist gut, weil meistens dann Dummiesel oder wie heißt es, Gastrodon wartet. Und mit dem Kampfpflanzen-Typ bin ich da perfekt abgedeckt. Drifttippli ist. Ja, da hätte ich jetzt lieber meinen Togetic gegen. Aber naja, wir können ja einmal schilden. Oh, müssen wir noch gar nicht? Dann müssen wir gar nicht schilden. Perfekt. Dann muss der Gegner schilden. Nehme ich auch gerne. Dann gehen wir Driftzeppli einfach auf. Würde ich mal sagen. Also er muss hier auf Nassschweif gehen. Body Slam bringt nichts. Okay, er hat Drachenbrot. Nevermind. Rüber. Gleich mal abfangen hier. Den Donner oder die Stahlattacke. Blattgeist, er setzt den Target Blattgeist ein, okay. Blattgeist macht gar nicht so wenig, ne? Das ist gar nicht so geil gerade hier, wie es aussieht. Nee, da schilde ich sogar tatsächlich. Ich hoffe, dass ich runterfahren kann. Ja, dann fahre ich hier runter. Ich habe noch zwei Kraftkulisse. Von daher, er wird nicht mit Dragon hier reinkommen. Boah, okay, das ist natürlich himmlisch. Weil da hat er nur Steinhagel. Da werde ich einmal Steinhagel schilden. Definitiv. Ja, okay, ich habe jetzt zweimal Kraftkoloss. Okay. Ja, das kann er nicht mehr gewinnen. Perfekt, perfekt. Hinten das Team aber auch total auseinandergenommen, auch mit Togetic. Also ja, ja. Ihr seht, Eis-Pokémon irgendwie kommt voran. Der Gegner schien keinen Nassschweif zu haben. Das funktioniert ja gerade mal tadellos. Achso, nur eine Facebook-Benachrichtigung. Ja, ist sehr gut. Reicht ja. Kazik. Ist unser nächster Gegner. Trifft Zippeli gegen. Ja, das muss ich ausspielen. Weil die anderen beiden haben gar keinen Bock gegen Fiaro. Da muss ich gegebenenfalls zwei Schilde reinscheppern. So. Genau. Sehr schön. Ja, ich stelle natürlich auch. Mal sehen, ob er sich wieder steigert. Nein, es kommt ein Sturzflug einfach. Okay. Schlurfleck. Ja, sehe ich den Punkt. Ich bin raus, danke. Na, mal sehen, was er hier hat. Body Slam, ja, Body Slam ist gar nichts. Also mit Body Slam machst du dich nicht glücklich mehr. Klar, er kann Spam. Aber einen halte ich noch aus, das weiß ich. Okay, das war eigentlich anders geplant, aber naja. Kann man ja so machen. Dann mache ich als erstes ein Dings. Kraftkoloss. Er wird bestimmt noch nicht besiegen, oder? Oh doch. Okay, perfekt. Dann gibt es noch einen Kraftkoloss. Hinterher geflogen.
gleich mal hier die Attacke starten. Okay, der Shit von ihm war unsinnig. Ja. Einmal ruhe ich jetzt noch aus und dann springe ich rüber. Mal sehen, ob du Lichtkanone hast. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Oder Donner. Je nachdem. Okay, ja, Donner. Ja. Na, den schill ich diesmal auch. Dank Lexia. Ja, jetzt auf Blattgeiße gehen, ja. Das bringt dir ja nichts mehr. Weil auch Aeroas hier auf Dauer wehtut. Und das ist nicht gerade zu wenig. Und ich habe die Attacke ziemlich schnell. Okay, und da weiß der Gegner, dass er verloren hat. Das ist schön. Ich sag ja, das Team hier ist gut. Obwohl totale Eisschwäche da ist. Aber man muss auch halt unlogische Teams spielen. Das ist wirklich einer der unlogischsten Teams, die ich je gebaut habe, aber es klappt. Das ist das Witzige daran. EP 98, ich glaube, gegen den habe ich schon gekämpft. Ja, dieses nervige Teil. Ich gehe hier rein. Ja, stimmt, das war der mit Crypto, Pion Draghi. Ja, einen Schweif kann ich durchlassen. Vielleicht hätte ich auch immer auf Aeroas gehen sollen, aber ja. Egal. Ah, diesmal schildert ihr auch. Einmal schild ich jetzt auch. Okay, ja, ich muss nochmal schilden. Schade. Schade. Ja, das wird er wahrscheinlich jetzt nicht mehr schilden, gehe ich mal von aus. Ah, doch. Tut er. Wichtig, dass wir das noch rausbekommen. Schade, dass wir nicht den Wechsel gekriegt haben, aber egal. Aber wir wissen, dass Pion Draghi hier nichts Effektives gegen hat. Das ist wichtig. Ja, Knirscherblabli. Na, dann gehe ich hier auf Kraftkoloss. Mir egal. Und gesniped. Perfekt. Und geht er raus? Ja, er geht raus. Perfekt. Das haben wir gut gespielt. Das haben wir echt gut gespielt. Kraftkoloss einfach und dann raus. Raus, raus, raus. Das war schön. Da haben wir ihn überrascht. Ja, die Sofortattacke hat gut Schaden gemacht, ne? Warum er ihn nicht eingesetzt hat, verstehe ich immer noch nicht. Wahrscheinlich wollte er sich noch mehr Energie holen. Aber naja, Kraftkoloss hat sehr gut Schaden gemacht und das hat gereicht. Okay, ja, das ist auch eine sehr gute Führung für uns. Hallo? Die Führung muss ich holen. Und ich will mich noch nicht abschwächen. Ja, der Gegner will sich die Führung auch holen. Ja, das ist mir egal.
Also Serpil Royal wird nicht glücklich. Ich habe dann zur Not noch Kraftkoloss. Ja. Okay, ich brauche nur auf Flora gehen. Das ist sehr gut. Egal, was jetzt reinkommt, das hat keinen Spaß wahrscheinlich. Na, da gehen wir hier rein. Ach komm! Er spielt noch dieses Dödelfiech. Ach komm schon. Das ist nicht lustig. Oh, da hätte ich doch eher in Driftzippli gehen sollen. Ja, er wird doch gleich blind einsetzen. Das verliere ich, glaube ich. Danke, danke. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Alter, macht das viel. Dann machen wir nur ein Gut. Oder? Ja, machen wir so. Ja, das ist schlecht. Das ist gerade echt schlecht. Boah, Flora macht echt viel. Ja, okay, ja, ich hatte keine andere Wahl, als rüberzugehen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Flora so übelst Schaden macht. Nein, ich wollte gerade den Spuper losschicken. Er kann leider auch schon wechseln. Ja, da hat er Glück, dass er echt einen Beuteriss hinten hat, ne? Ein Beuteriss ist aber so selten geworden, echt mutig, Beuteriss noch zu spielen. Aber okay, ja. Da hätte ich Briaron erst recht gebraucht. Da hätte ich Briaron erst recht gebraucht. Na, vielleicht hätte ich gegen Yugong mit Dings drinbleiben sollen. Okay, ja. Ach komm. Ach komm, geh doch nicht raus. Den Kampf hätte ich gewonnen. Ach komm, ich hasse das, ne? Kriegt man schon schönes Ariados vorne. Und dann so ein Quark. Das Ariados vorne wäre perfekt gewesen. Was will er machen mit Gift und Käfer? Gar nichts. Hätte er gar nichts machen können. Selbst gegen... nee, doch, gegen Tick wäre es sehr effektiv gewesen. Okay, ja, hier muss ich aufpassen. Hier muss ich den Wechsel holen. Da muss ich die erste immer schilden, falls seine Steinkante eingetrudelt kommt. Weil ohne Steinkante das Spiel macht hier keinen Sinn, finde ich. Hallo? Danke. Deswegen gehen wir jetzt hier in Eissturm. Party. Und ich glaube, ich schilde doch. Weil man weiß nie, ob man Driftzeppli noch brauchen könnte. Deswegen. Okay, er ist hier schon mal weg. Oh Gott. Igitt. Ja gut, ne? Briegeron hat da gar keinen Bock gegen. Ah ja, schützt mich gleich. Oh, bitte geh auf Nitro-Ladung, die wir überleben. Was ich zwar nicht glaube, aber okay.
Oh, okay. Okay, das ist perfekt. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist nicht schön, das ist schlecht. Das hat 10 ja, okay. Oh, bitte keine Matschbombe, bitte keine Matschbombe. Alles außer Matschbombe, bitte. Säurespeier, perfekt. Und fahr mal hier mit runter. Das Problem ist, Dings wird einen Ladeattackenleichtstand gewinnen. Ah, da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Hier jetzt hier auch Flora. Das sollte trotzdem gut Schaden machen. Er setzt ein, perfekt. Das ist sehr gut. Ja, das ist egal. Weil wir haben ja hier auch noch Attacken. Also Ladeattacken. Das sieht gut aus. Oh, gut, dass du uns Tatsenia hinten hattest. Gut, dass er einen Satzenia hinten hatte. Das war aber echt wunderschön. Das freut mich. Dann haben wir den Kampf auch gewonnen. Mit echt viel Stress. Er trifft Zippli, ist echt gut. Und Brigaron auch. Und Pocketick ist auch nicht schlecht. Ja. Für die Meisterliga-Prämie habe ich ein Pokémon vorbereitet, was ihr noch gar nicht bei mir gesehen habt. Lasst euch da überraschen, wenn erstmal Meisterliga-Prämie kommt. So, wir steigen erstmal wieder in Punkten auf. 2362, das ist sehr schön. Wir gehen hoch, hoch, hoch. So will ich das sehen. Selbst mit einem 5:0 habe ich heute so positive Sets gemacht. Das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Also kann ich dann zufrieden entspannen. So, Kampf beginnt. Gegen Harry CW7. Okay, perfekter Lead. Für alle meine Pokémon. Interessant. Das wird dir aber nichts bringen, mein Freund. Eigentlich brauchst du auch gar nicht zu schillen. Weil den wechsel ich mir so oder so. Ja, das bringt dir überhaupt nichts. Okay, ich hätte einsetzen können, ne? Aber ist egal eigentlich. Ist eigentlich total egal. Ich gehe in Brigaron. Okay, nein. Danke, dass du so früh reingegangen bist. Dann haben wir das definitiv schon gewonnen. Wir haben ja Iroh Ass. Und ich habe auch Brigaron. Okay, ich hatte das komplette Hardcore-Team gegen ihn, ne? Muss man auch so sehen, ne? Was macht Knocker? Was macht Knocker in seinem Team dann? Also gegen mein Team jetzt. Das ist echt übel, ja. Also Knocker habe ich mit dem Team komplett rausgenommen. Das ist einfach so. Knocker macht einfach rein gar nichts. Ja, es hat Steinhagel. Steinhagel ist abgeschwächt und die Lebensschelle macht gar nichts und bei Brigaron macht er überhaupt keinen Schaden. Da hätte ich wahrscheinlich gemütlich runterfahren können, theoretisch. Und sein Brigaron, ja, was soll ich sagen? Das war ja fast weg. So, Mr. Yo. Yo, 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 yo. Zylord. Ja, das müssen wir ausspielen. Zylord mag ich nicht.
Erste Steinkante immer schön, das ist immer die schlimmste. Okay, das ist sehr gut. Entweder schüttet der oder ist weg. Jetzt kann ich definitiv runterfahren. Ja, ich gehe gleich eine Steinkante ab, das ist egal. Weil ich kann runterfahren. Die Steinkante macht jetzt nicht mehr so viel. Luigi ist gut. Mein Togetic ist auf jeden Fall sicher. Mal sehen, wo da reinkommt. Ja, hier lassen wir uns runterfarmen, definitiv. Da wird sich Gigaron den Fall annehmen. Hier haben wir noch einen Flug-Pokémon, ABA-Schwimmer. Okay, wenn er nicht gerade Dings hat. Aber Einsteinhagel überleben wir. Das ist das Gute. Boah, Steinkante ist One-Hit? Pfui. Boah, das ist heftig, dass Steinkante One-Hit ist. Das ist echt heftig. Ja, okay, es ist ein Krypto-Macho, aber Dings hält gar nicht so wenig aus. Ja, okay, dann haben wir den Kampf verloren. Ich hätte gedacht, dass wir Steinkante überleben, aber schlau, dass der Gegner Steinkante spielt. Weil Steinhagel einfach pfui ist. Mittlerweile. Ja. Nee, keine Chance dann. Keine Chance dann. Ich hätte einfach Dingenskirchen rausnehmen müssen. Mein Driftzeppeli. Ja. Ich hätte einfach gleich in Togekiss gehen sollen. Togetic. Das hätte er da machen sollen. Gar nichts. So wirklich. Na doch, er hatte ja Dings. Ja, stimmt. Er hatte ja, wie heißt das? Nee, ich musste mich eigentlich runterfarmen lassen, ja. Ich hätte schnell einen Togetic gemusst, ja. In dem Fall. Schade, dass er ein Macho hatte. Agrostella, ja, das nehmen wir hier. Ach, komm schon. Das Vieh will da keiner sehen. So, dann gehen wir auf Eissturm. Ja, muss ich schön, ne? Wir kriegen ja eh eine Sofortattacke wieder. Nitro-Ladung ist mir egal. Ja, für dich. Dieses Agrostella wird noch nervig. Okay, er geht auf Fliegen. Und fahre mich hier runter, das ist mir egal. Gleichstand gewinne ich gegen Agrostella, also ist mir das völlig egal. Ich muss ihn ja hier nur in Spukballreichweite kriegen eigentlich. Ja, Fiaro lebt noch, das ist ein Problem. Ja, er wird schlauerweise runterfarmen. Ich gehe direkt auf Spukball, würde ich sagen. Den Gleichstand gewinne ich. Oh, das macht gar nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Ja, Agrostella ist ein Problem, ne?
Ja, das ist hier gar nicht schlecht, solange er keinen Feuerschlag hat. Und er hat Feuerschlag. Ja, Feuerschlag tankt mal ganz gut. 1, 2, 3, 4. Und ich gehöre dir. Jetzt muss ich hoffen, dass er nochmal gleich Feuerschlag wird. Oder schildert. Schade. Ja, schade, dass er das überlebt. Schade, dass er das überleben muss. Und der Feuerschlag tut auch noch weh. Oh. Ja. Das ist ein Hardcore-Team für mich tatsächlich. Fiaro auch noch im Team. Warum ausgerechnet Fiaro? Ich hätte es anders machen müssen. Ich hätte mit Driftzipli noch mal zwischendurch eher rausgehen sollen. Das wäre schlauer gewesen. Ich muss dieses Fiaro ausschalten, auf jeden Fall. Ich glaube, mit Akustella hätte ich besser umgehen können. So, Goffi 92, 92, oder soll das Goofy heißen? Oder Goffi? Naja, oh, Altaria. Oh, warum kann es nicht hinten sein? Da würde sich mein kleines Dingchen freuen. Ah, egal, Eissturm ist vierfach effektiv. Und er fängt auch nicht ab, das ist das Gute. Okay. Ha, lohnt sich ein Schild? Ich glaube, ja. Jo, durchaus. Oh, ich habe ihm einen Zug geschenkt, das war saudumm. Aber egal. Er wird wahrscheinlich jetzt chillen. Perfekt, wir gehen Doggetick. Wir müssen Donnerschlag jetzt nicht mehr so fürchten, da er ja abgeschwächt ist. Oder Eishieb, ja. Natürlich Eishieb. Auch den überlebe ich noch. Wir haben noch Brigaron hinten. Mal sehen, ob er jetzt gleich rausgeht. Oh, ich kann nur eine machen, das vergesse ich immer. Aber wir gehen hier direkt auf Zauberschein. Und nehmen Hypno raus, das ist perfekt. Oh ja. Das sieht aus, als ob wir das gewinnen könnten. Er hat auch Konter, das ist das Schöne. Er schildert, das ist das Schöne. Schilde hier nochmal. Weil er gleich danach nochmal einsetzen muss. Und er hat auch Eis, natürlich. Oh, okay, er setzt gar nicht ein, dann haben wir es so oder so gewonnen. Auch wenn wir jetzt gleich nicht den Gleichstand gewinnen sollten. Ich gehe auch in Brigaron rein, was soll er da machen? Psychokinese wird mich nicht mehr one-hitten, Eisen wird mich nicht mehr one-hitten. Ja, da kommt nichts mehr. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wie viel haben wir jetzt gewonnen? Ich glaube, wir haben 2 verloren und 2 jetzt gewonnen. Oder 1 gewonnen. Da muss ich mal glubschen. Ja. Okay, jetzt nochmal gewinnen, das wäre perfekt. Dann endet der Tag auch perfekt. Dann habe ich auch ein Team für die restliche Superliga jetzt gefunden. Womit ich eigentlich jetzt zufrieden bin. Warum ist das Vieh vorne? Das Gute ist, macht gut Schaden. Ja, ich werde den ersten tatsächlich hier schilden. Das ist nämlich ein Knirscher, ja. So,
So, ich mache jetzt noch eine Sofortattacke und dann gehe ich einfach in den Togetic random rüber. Perfekt, der schildert sogar. Okay, dann mache ich es so. Dass wir beide auf null Schilde gehen, ist mir auch egal. Ich müsste mir das sogar jetzt holen können, theoretisch. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich mache jetzt nur noch eine. Oh, ich bin. Hä? Ich bin noch in Brigaron gegangen. Was war das? Ach komm schon. Ich bin in Brigaron gegangen. Ich bin nicht in den Togetic gegangen. Ich habe diesen Togetic gar nicht berührt. Was soll das? Ja, hat eine Attacke hergeschenkt. Schade. Das Gute ist, ich kann da gleich drüben runterfahren. Mit Brigaron, aber trotzdem ärgerlich, weil das war jetzt unnötig. Ich hätte Togetic noch lebend gehabt. Ja, hier kann ich runterfahren, das ist kein Problem. Okay, er opfert sein Sepp Royal. Da, hier werde ich auf Spukball gehen. Hier werde ich auf Spukball gehen. Oder? Schwer zu sagen. Nee, ich gehe doch nicht auf Spukball. Oder? Ah, es ist so schwer zu sagen. Ja, doch, Spukball wäre besser gewesen, oder? Es sei denn, wenn ich das Aioras jetzt überleben sollte, aus irgendwelchen Gründen. Ah, doch, Spukball wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja, toll, ja, ja, kann fahren. Wow. Gleich hier einsetzen, gleich einsetzen. Gleich das Vieh rausnehmen. Oh, ich hoffe, er hat nur Nassschweif und sowas. Ja, aber das habe ich schlecht gespielt. Ja, Knirscher kommt. Oh, okay. Kraftkoloss. Das hat er selber jetzt gerade hergeschenkt, glaube ich. Wenn das jetzt reicht. Das hat er dann selber ja geschenkt. Okay. Nehme ich. Also ich habe es selber nicht perfekt gespielt, weil ich aus Versehen wahrscheinlich mit meinem Wurstfinger Politik angetippt habe. Oh. Oh, gar nicht gesehen. Freundesliste. Geil. Nice Kampf. Aber hast du leider gerade so hergeschenkt, glaube ich. Aber vielleicht hat es auch gar keine andere Wahl. Ist immer schwer im Nachhinein zu sagen. Aber gut, dass ich runterfahren konnte. Ich habe gedacht, dass, ja, wie heißt das? Dummiesel noch Energie hätte. Das war wahrscheinlich so knapp, er hätte fast bestimmt die Attacke gehabt. Aber GG geht raus, mein Kumpelchen. Und wir steigen von den Punkten auf. Das sollte das Set für heute gewesen sein. Okay, für die Folge, hallo. Soll das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.